Die Frage ist, wie baue ich meinen ersten Job in Talent? Wir wollen uns hier unten eine kleine Transformation bauen, dafür Daten erzeugen und die dann auf der Konsole ausgeben. Und das machen wir auch gleich praktisch, wechseln also zum Open Studio und wir werden das hier nachbauen. Also ich gehe erstmal hier mit einem Rechtsklick auf einen entsprechenden Ordner und sage Create a Job, gebe dem Job einen Namen, mein erster Job und er sage Finish. Jetzt füge ich mir hier die Komponenten ein, die ich brauchen werde. Row Generator. Entschuldigung, das war das Falsche. Row G für Row Generator, dann Team Map für die Team Map. Und ich tippe nochmal Log R für Log Row. Und dann entweder hier drauf ein Klick oder Enter. Und jetzt haben wir schon die drei Komponenten. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist dem Row Generator ein sogenanntes Schema geben. Und dann entsprechende Funktionen verwenden, die Daten erzeugen. Das machen wir am einfachsten über Doppelklick auf das Icon von dieser Komponente. Wir werden hier zwei im oberen Bereich, zwei Spalten erzeugen. Das schaffen wir mit dem grünen Plus hier unten. Klick also da zweimal drauf und nenne die erste Spalte ID und die zweite Spalte Name. Und die erste Spalte vom Typ her Integer sein, also ganzzahlige Werte enthalten. Und dann haben wir hier diese dritte Spalte. Die heißt Functions, da hat Talent jetzt schon irgendwas ausgewählt. Ich möchte jetzt hier, dass da numerische Werte erzeugt werden. Gibt es hier in der Kategorie Numeric gibt es die Funktion Sequence. Die wähle ich mal aus, dann sehen wir gleich noch etwas mehr dazu. Ich habe nämlich einen Identifier, einen Start Value und einen Step. Also die würde einfach bei 1 beginnen, S1 heißen und für jeden Datensatz 1 hochzählen. Was für uns okay ist für diesen Fall. Und jetzt für die zweite Spalte möchte ich halt keinen ASCII-Random-String, sondern ich möchte wirklich einen Vornamen generieren. Das können wir machen. Talent hat auch Talent Data Generator hier in der Liste und da gibt es eine Funktion oder eine Methode, würde man in Java sagen, getFirstName. Ja, da gibt es keine Parameter, weil das einfach aus einer Liste von Werten, die dahinterlegt ist, zufällig einen auswählt. So, wenn wir jetzt schon mal eine Idee verschaffen wollen, wie das aussieht, können wir oben an Preview mal auf diesen Doppelpfeil klicken. Da wird was generiert. Ja, da steht jetzt hier schon mal ein erster Wert. Hier unten kann ich auch jetzt schon eine etwas längere Liste standardmäßig mit 10 Werten sehen. Und insgesamt würde der Row Generator eben der Standardkonfiguration, das heißt, wenn wir es nicht ändern, 100 Rows generieren. Also lassen wir das mal so, klicken auf OK. Und wir erzeugen jetzt eben 100 Datensätze mit einer fortlaufenden ID und einem zufälligen Namen. So, und jetzt möchte ich diese Daten an die TMAP-Komponente übergeben. Also ich nehme einfach hier den Verbinder, den Output vom Row Generator und ziehe den auf die TMAP drauf und möchte jetzt diese Daten in der TMAP-Komponente manipulieren, transformieren. Und zwar nämlich in den Namen, der in normaler Schreibung kommt, also nur der erste Buchstabe groß, in den möchte ich hier komplett in Großbuchstaben verwandeln. Gehe jetzt also auf die TMAP, ein Doppelklick, ähnlich wie beim Row Generator. Jetzt habe ich hier links den Input, in der Mitte Variablen und rechts den Output. Füge also einfach mal einen Output hinzu, hier oben rechts Add Output Table. Da können wir auch den Standardnamen einfach mal lassen und nehme jetzt hier von links beide Spalten, indem ich sie komplett auswähle. Ich könnte jetzt sagen Ctrl A, um sie alle auszuwählen. Und dann einfach mit der linken Maustaste anfassen und festhalten und ziehst sie rüber in den Output. Dann werden sie hier als neue Spalten eingefügt und die Zuordnung zu den originalen Spalten erfolgt. Und jetzt möchte ich hier bei dem Namen eben noch eine Funktion drauf anwenden, die den Namen transformiert. Deswegen gehe ich hier in dieses Feld Expression rein mit diesem 3-Punkte-Button und kann jetzt hier mal, in Talent haben wir jetzt hier unten Kategorien, in der Kategorie String Handling, die Funktion Upcase heißt sie hier, glaube ich, aussuchen. Schauen wir mal hier unten genau am Ende der Liste. Wenn wir sie erstmal einmal anklicken, sehen wir, was sie tut. Eine kleine Beschreibung, Converts all lowercase letters in an expression to uppercase. Das ist das, was ich möchte, deswegen mache ich jetzt hier mal einen Doppelklick, dann wird sie hier oben diesem Expression-Bereich eingefügt. So, und jetzt möchte ich aber nicht, dass der feste String Hello in Großbuchstaben verwandelt wird, sondern eben mein Row 1-Name, das, was hier jetzt da drinnen steht, also
packen wir das hier in die zwischen die öffnende und die schließende Klammer. Dann kann ich hier auch wieder, wenn ich wollte, das testen, ähnlich wie in dem Row Generator. Also ich schreibe jetzt hier mal eine 1 und meinen Namen rein. Sagt dann ein Test und dann würde hier für die Spalte, die ich gerade bearbeite, das entsprechende Ergebnis angezeigt. Ist sehr hilfreich in der Entwicklung. Das passt jetzt soweit. Ich klicke hier auf OK und auch hier unten auf OK. Bin dann aus der Team-App raus und jetzt bei der Team-App als kleine Besonderheit, bitte jetzt nicht hier den Output nehmen und darüber ziehen, weil dann würde ich einen neuen Output erstellen. In der Team-App sollte ich jetzt tatsächlich mit Rechtsklick hingehen, einen Out 1, den ich angelegt habe, nehmen und auf dem Ziel fallen lassen. Und dann haben wir hier die Log-Row-Komponente, da können wir noch, wenn wir das besser lesen können wollen, was da rauskommt auf der Konsole, die auf Table-Modus stellen. Und das ist schon alles, was wir tun müssen, um halt hier ein paar Beispieldaten zu erzeugen, sie zu transformieren und auf der Konsole auszugeben. Jetzt machen wir mal die Palette noch klein und den Outline-Bereich und führen den Job aus, indem ich jetzt da auf Run klicke. Genau, und du siehst jetzt hier, fließen 100 Rows in die Map rein und wieder raus. Und dann sehen wir hier das Ergebnis auf der Konsole. Und du wirst beobachten, wenn du das mehrmals ausführst, dass das natürlich immer andere zufällig gewählte Namen sind. Und wenn du es jetzt einmal testen möchtest, wie der Input aussieht, dann kannst du jetzt das noch ein klein wenig erweitern. Und zwar, wir können mal das hier etwas auseinanderschieben und uns die Log-Row-Komponente mit Copy und Paste nochmal einfügen. Und dann folgendes machen, dann diesen Output bitte hier vorne beim Row-Generator abtrennen. Sonst geht das Mapping kaputt, verliert die Zuordnung und dann einfach von hier nach hier neu verbinden und auch hier auf Table stellen oder gestellt lassen. Und dann wirst du erst den Input, den originalen Input sehen auf der ersten Konsolenausgabe. Nämlich hier oben siehst du 1, Martin, Franklin und George. Ja, und dann hier unten auf der zweiten Konsolenausgabe dann das Ganze in Großbuchstaben. Und wenn du es jetzt mit einem kleinen Datensatz haben möchtest, also noch übersichtlicher, sagst du halt hier im Row Generator 5 Stück. Ja, und so kann man ganz einfach Testdaten erzeugen und auch schauen, zumindest schon mal für ein kleines Datenset, sehr übersichtlich und sehr schnell, ob diese Transformation so funktioniert. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie baue ich meinen ersten Job in Talent?